der letzten Episode. 7 Minuten, okay, das reicht nicht. Too much stuff to carry. Sehr hervorragend, dass das klappt. Oi, 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 da sagt der Marc wieder Adieu. I'm gonna have to leave just what I need. Ja. So, Herr, wie ist denn das? Schaffst du das über diesen Baumstamm oder bleibst du lieber auf der anderen Seite? Kommen wir überhaupt jemals in die Nähe des Baumstamms? Das ist noch die andere Frage. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long the Hark im Schleichermodus in der Folge 32. Es ist sehr, sehr finster hier. Die Hertha sitzt vor schimmligem Reh. Ja, wir müssen jetzt erstmal ablegen, weil wir wollen einen Wolf hochholen, den wir in der letzten Folge abgelegt haben. Das heißt, wir müssen vor allem hier mal ordentlich ablegen. Ja, wir haben den Elchhautbeutel schon geholt. Und das ist schon mal nicht schlecht. Ja, das... Ich nehme den Schlafsack aber mit. Sicher ist sicher. da gehe ich lieber doch kein Risiko ein. Okay, lass mal 5 Stoff da. Ja, das reicht eigentlich vom Gewicht her. Okay, wir müssen uns nicht komplett erleichtern, aber wir müssen halt runter und wieder rauf. Ja, von unten sind schon wieder neue Wölfe zu hören. Da kommst du leider nicht drum rum. Achso, das ist ja erst für unten was. Okay. Ja, dann krabbel mal runter. Ist leider sehr, sehr langer Trop, aber so ist es halt. Es schneit auch aus dem Felsen heraus. Na ja, gut. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie weit die anderen Wölfe da weg sind, die da herumjaulen. Die auch dazu gehören oder ob das nur ein einsamer Wolf war, das weiß ich nicht. Wenn wir dann sehen. Der müsste irgendwo da vorne liegen. Okay. Das Deutsche war kein einsamer Wolf. Sagt euch die Nacht, das wird bald hell, echt. Das ist natürlich praktisch. Toll, den Wolf gibt es nicht mal. Ich weiß nicht, was sie da für einen Bug wieder eingeführt haben, dass die Wölfe nicht zurückkommen. Oh, guck mal, wie schön die Augen leuchten. So, bist du da? Oder wenigstens bist du da. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Dann haben wir wenigstens einen Erfolg. 2,39, das klingt nach einer sehr, sehr kalten Schicht. Oh, Erfrierungsrisiken. Looks like I made it through another night. Yo. Yo. Dass du da doch so frohen Mutes bist, ich will es gar nicht wissen. I've never felt so cold in my life. Schön. Hey, die erste Erfrierung ist da. Okay. Merke, 2,5 Stunden in der Eiseskälte rumzufischen ist vielleicht zu krass. Okay, komm, rauf aufs Band. Und wie kalt ist es denn? Sehr, sehr kalt. Ist. Okay, dann stell dich mal ganz kurz in den Schlafsack und warte dich nochmal warm. Nicht warm, aber zumindest, dass du hier weiter rauf kannst. Uff. Ja, das gehört zum Schleicher dazu. Die Erfrierung, das ist ein ganz normaler Bestandteil eines Schleichers. Fangen wir mal hin, ich brauche nicht 2 Erfrierungen. Uff. Toll, das heißt, wir schlafen bis in die Nacht rein, ist ja der Hammer. Fangen wir mal hin. Ja, Verstauungsrisiko. Kannst du jetzt einfach loslassen, das Seil? I'd lay down right here if I thought I'd ever wake up again. Nicht ein Traum. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal alle 4 Icons rot hatten. Uiuiui.
Okay, wir müssen es erstmal anziehen. Das ist erst, das ist aller wichtig. Ja, genau, deswegen nehmen wir uns als erstes die Kohle. Mir ist aber kalt. So cold. Ja, kannst du jetzt einfach deine Kleidung anziehen. Das waren die Hände, okay. Oder hast du da woanders deine Erfrierung? Das, jetzt sehen wir uns gleich mal an. Alles verkehrt rum. Ja, ist die Hand. Es ist nur die Hand gewesen, theoretischerweise. Unterkühlungsrisiko ist übrigens auch richtig geil dabei. Okay. Schnapp dir einfach mal die offenen Dinger. Dann, dann kommt das Wolfsfleisch raus. Und wir in die Höhle rein. Gott, alles klar. Schlafsack raus. Wir werden jetzt einfach, halt, warte mal. Schmeiß das mal alles raus. Erstmal, da kann ich mich schon mal lostrocknen. Und ja, wir schlafen jetzt 12 Stunden. Das heißt, beide Dosen einfach. Rinder mit. Wir müssten da eigentlich auch, die Prozente sind nicht das Problem. Wir müssen ja eh noch bis 90 gehen kommen. Ach je. Ja, gute Nacht. Ja, ist alles wieder geheilt. Bis auf die Erfrierung halt. Ja. Und das Schöne ist, die haben wir schon nach 50 Tagen. Ja. Das funktioniert so. Okay, jetzt haben wir wieder mitten in der Nacht. So, wie schwer sind wir denn eigentlich? Nicht so wirklich schwer, okay. Wir haben ein paar Stöcke dabei, aber keine Steine. Okay, egal. Wir marschieren jetzt trotzdem durch die Höhle. Hm, vielleicht finden wir ja ein paar Steine. Du bist auch dabei, du schläfst lieber, okay. Ja, das haben wir doch gerade. Du hast doch gerade erst beschwert. Ah ja, da gibt es Steine, sehr schön. Und eine Kohle. Ah ja, kommt mit, sehr schön. Ja, ein paar Steine brauchen wir für die Abzweigungen halt. Und da geht es schon los. Ja, wir zeigen immer dahin, wo wir hergekommen sind. Das wäre das schon. Ja, toll. Das ist ja königlich. Ja. Und dazu auch die Steine. So. Dann ist das unverkennbarer. So, mach's mal bis A bis Z, weil das ist gerade etwas verwirrend. Wir gehen immer rechts rum. Kann man einfach so rum? Immer rechts halten? Ach, hier ist das mit dem Seil. Okay. Wie ist denn das Gewicht? Gewehr brauchen wir hier eigentlich nicht, aber ich nehme es trotzdem mal mit. Ja, komm, schmeiß mal die gesamten Kohlen und ne, die Stöcke brauchen wir leider. Okay, dann lass uns wenigstens, soweit es geht, halt erleichtern. So, wie warm ist das in der Höhle? Wahrscheinlich sehr warm. Ich muss nur aufpassen, dass ich halt wieder nicht zu viel ausziehe. Ja. Wieso schnaufst du, wenn wir uns leicht machen, Junge? Kannst du mir das mal erklären? Boah, das ist ganz schön anstrengend, sich leicht zu machen, alter Schwede. Das war ja noch nie so. Eine 94% Fackel. Nicht schlecht. Okay. Kannst du jetzt einfach mal die Füße heben? Wir haben uns doch schon leicht gemacht. Ja, hier liegt auch genügend Holz. Ich weiß natürlich nicht, ob das Öl dann reicht für die zweite große Eishöhle. Aber das kriegt man hin. Zur Not mit Fackeln. 94%, das ist ja schon ein Wort. Ja, okay. Der hat da etwas anderes gefunden, was sie interessant findet. Das ist ja okay. Okay. Momentan ist es noch sehr geradlinig. Zum Glück haben wir keinen Geigerzähler dabei. Sonst sehe ich hier nichts. Ja, es ruckelt das Spiel. Ich kann es leider nicht ändern. Das hat Windows halt verbockt. Also Microsoft mit dem Windows. Junge, wenn ich doch auf das Holz zeige, was könnte ich damit meinen? Ist das so schwer zu verstehen?
Okay. Lustig ist, ich weiß jetzt gar nicht, welche der Höhlen das ist. Es gibt ja eine, die ist, ach so, jetzt habe ich das aufgenommen. Die ist relativ reich mit Funden bestückt und dann gibt es eine, die ist halt eher okay. Ich denke mal, das ist halt die eher die okay ist. Gut. Ach du Schande, das hört ja gar nicht mehr auf. Na gut, aber dann dafür haben wir ja die Markierungssystematik. So, einmal so rum. Halt. Nein. Toll, jetzt rauscht ihr so laut, was auch immer. Gut, dann rauscht es halt. Okay, weiter geht's. Dann machen wir halt in der Nacht die Höhle unsicher. Besser als am Tag. Achso, hier geht's raus. Ja, dann sind wir hier schon fertig. Da muss ich ja nicht raustreten. Das ist ja nicht notwendig. So, okay, dann geht's schon zurück. Der erste Zurückweg. Das ist dann links der andere. Genau, da sind wir hergekommen. Hier lang. Naja, ist noch so ein Weg. Okay. Stock raus und Stein raus. So, rechts halten heißt hier in dem Falle geradeaus. Okay, hier oben ist nichts. Liegt jemand, echt? Could end up being useful. Ein Einbrecher. Ja, da können wir uns noch ein bisschen Wasser machen. Das ist auch nicht so schlecht. Na gut. Die zerrupfen wir. Ja, das Öl geht wirklich gut runter. Also die zweite Höhle werden wir, wunderschön, mit Fackeln wahrscheinlich machen. Schätze ich mal sehr stark. Was? Na ja, wunderschön. Rechts halten. Okay, ah, hier geht's auch wieder raus, alles klar. Das ist der zweite Ausgang. Ah, es ist mitten in der Nacht, also das kommst du nicht drum rum. Können das auch mit der Magnesiumfackel nehmen, das geht natürlich auch. So, anderer Weg. Der Weg ist hier eher kurz zu halten. Was ist das? Noch so ein altmodischer Parker. Noch ein Schlafsack. Was? Noch was zu kochen? Sehr schön. Feuerlärm. Thank goodness. Was zu essen. Tja. Dieses Holz nehmen wir mit. Mehr ist es, glaube ich, nicht. Nicht, dass es da heißt, ja, du hast da 200 Schuss für den Revolver übersehen. Ja, das fehlt dann noch. Okay, dann sind wir hier hinten fertig. Mal wieder zurück. Das heißt, der nächste Abzweig, da oben liegt die Leiche, genau, müsste dann auch schon der Rückweg sein. Nee, wir sind von da, wir müssen da noch lang, okay. Wir müssen hier noch lang. Ah, noch
ein Abzweig? Okay, alles klar. Dann, ein Stein hier irgendwo. Da drüben. Ist ja dann doch schneller so rum. Kohle? Ah ja. Kann man natürlich auch machen in der zweiten Höhle mit einer Magnesiumfackel durch. Nee, das war kein Abzweig. Ach, guck mal, hier sind wir raus, kommen wir wieder raus. Dann sind wir hier schon durch, okay. Dann war es das schon. Dann müsste es jetzt wieder zurück genau zu der Höhle mit dem Seil kommen. Okay, gut. Geht immer weiter den Weg. Hier nehme ich jetzt nicht noch mehr Steine auf. Das muss nicht sein. So, ist das dann die große Höhle? Hi. Ah, ist das fertig? Du bist schon ein Held. Das muss man wirklich sagen. Hier liegt aber nichts. Das ist, glaube ich, dann eher die, in Anführungsstrichen, magere Höhle. Aber gut, wo ist denn eigentlich das Seil hier? Ah, da vorne. Achso. Der Fuchs. Bist du fertig? Gut. Alles klar. So, das Zeug kommt natürlich wieder mit. Aber ich kann nicht noch mehr tragen. Junge, Kopf runter. Da unten liegt das Zeug, okay? Aber es ist auch alles Zeug. Nicht sicher. Ja, komm, das. Beziehungsweise jetzt doch, wenn wir es anhaben. Ist es leichter. Warte mal. Das kommt auf die Außenschale und das kommt auf die Unterschale. Den anderen werden wir zerrupfen. Ja, wenn ich hier doppelklicke, was könnte da sein? Hm? Okay. Geradeaus, was finden wir da? Kohlen. Noch mehr Gewicht zu Deutsch. Ne, das ist ein Stein. Ah, hier ist auch eine Sackgasse, okay. Ich sag mal, umso erfreulicher. Ich weiß nicht, wie das Holz hier reinkommt, aber das macht nichts. Ja, das ist nichts für die Hertha hier, diese Gegend. Ich glaube, das war's dann auch schon. Hat nur fast eine komplette Öllaterne gekostet. Ja, das ist echt heftig. Die sind relativ groß, die Eishöhlen. Ja, hier ist schon der Ausgang. Okay. So wirklich weit schlafen kannst du aber nicht. Okay. Da wir sowieso nichts zu tun haben, dann zerlegen wir das Ding mal. Das bringt uns schon mal eine richtig fette Ersparnis. Was haben wir noch gefunden? Du hast die falschen Schuhe an. Hast du die gleich angezogen? Ah ne, ich habe die falsch angeklickt. Deswegen. Ja, die fliegen natürlich auch direkt weg. Dann sind wir hier fertig. Ja, lernen, das funktioniert im Dunkeln nicht. Richtig fies ja, wäre es ja, wenn es ja so wäre, dass du nicht lernen kannst, wenn du eine Erfrierung hast. Ja, jetzt kannst du halt nicht mehr lernen. Okay. Ja, den auseinanderzunehmen, das ist nicht wirklich gewichtsersparend. Huch, was ist das denn für ein Licht? Haben wir Aurora oder was? Ja. Ja, das sieht halt ein bisschen gezackt aus, weil er ja Fell hat. Und er hat einen Schein. Guck, wie schön hell das hier drin ist. Aber können wir dann... Wahrscheinlich können wir nur draußen lernen, oder? Ist das mal?
Viel ist es ja nicht, aber hey, jetzt probieren wir das einfach mal. Das Lernen. Wie weit kommst du? Nicht so weit. Durstig, echt. Durst ist es. Na gut. Okay, das sind 4 Stunden Schlaf. Das reicht aber tatsächlich. Das reicht tatsächlich jetzt. Dann hauen wir uns direkt in die Falle. Das heißt, 4 Stunden Schlaf sind 300 Kalorien. Was hast du denn da noch? Ja, okay, gut. Dann nimmst du das und dann noch einen Tee dazu oder sowas. So einen Birkenrindentee. Dann kommen wir auf jeden Fall hin. Und Wasser haben wir gar nichts. Wir haben kein Wasser, echt. Ja, Junge, dann hartes Leben hier in dem Tal. So, wo ist hier der Ausgang? Hallo? Ne, das ist die falche Seite. Bitte was? Achso, wir müssen noch eine Stunde warten. Es ist noch zu... Ja, jetzt, okay. All I can think about is food. Und es ist sogar Sonnenschein. Ja, Food heißt halt hier schimmelig und die Dosen werden wir auch noch. Und dann ein bisschen Wolf halt noch. Wir müssen halt... Der Wind kommt von dort, okay. So, dass wir da das Feuer richtig setzen. Ja, schon, aber jetzt mach doch erstmal hin, Junge. 100%. Das ist doch erstmal wichtig, dass wir überhaupt ein Feuerchen haben. Come on. Dann lernen wir das Buch noch fertig. Wir lassen natürlich das ganze Brennmaterial dann hier, wenn wir dann aufbrechen, das Zeug zurückzuschleppen. Aber da haben wir die erste Eishöhle schon mal durch. Schritten sozusagen. Turned out pretty well. Ja. Okay. Reh und Reh. Und dann haust du hier mal ein paar Stöcke rein. So. Genau, dann mach die mal fertig und dann hauen wir hier gleich mal Wasser rein. Ach so, wir haben ja noch die Wölfe, stimmt. Da ist ja noch mehr. Ja, dann machen wir jetzt erstmal hier alles Wasser. 2 Liter. Und dann kommen die Wölfe direkt dran. Gott, zum Glück haben wir noch Sonnenschein. Ja, hey, Feuerskill. Ja, ich weiß, du bist hungrig und durstig und müde. Und naja, wobei müde müsste eigentlich gehen. Das ist eine Erfrierung. Come on. Ja, komm schon. Naja, das dauert halt noch ein bisschen. Aber wir sind gleich durch. So. 4 Minuten. Nein, das hat sich zum Glück gemerkt. Okay, alles klar. Stöcke rein. Ja. Das werden wir wahrscheinlich brauchen. Ist das fertig? Fertig, gut. Dann direkt mit dem Wolf rein. Und schütteln, Junge. Achso, andersrum. So ist das hier. Ja, das mit dem Trinken hatte die Madame letztens. Wenn du fertiges Wasser aufliest, dann nimmt sie es. Aber wenn es noch nicht fertig gekocht ist, dann trinkt sie es. Hm? Gott. Ja, genau. Das war gerade dabei. Okay, alles klar. Der Wind kommt auch weiterhin günstig. Okay, dann kannst du ja mal eine halbe Stunde lernen. Also, wir sollten vielleicht auch dazu was essen, natürlich. Dann mach das mal. Okay, immerhin eine 1,5 Stunde haben wir ja auch schon geschafft. Okay, 1, 2 Stück. Okay, dann lernst du hier noch 1,5 Stunde. So, dann muss ich doch gerade mal durchgucken. Wir haben doch noch diese Dosen, genau. Schmeiß die mal alle raus. Hä? Wieso kannst du die nicht... Nimm die nochmal auf. Ist der näher ans Feuer ran, oder was? Anscheinend. Gut, Nummer 1, Nummer 2,
Moment. Ach so, das geht gar nicht. Ach so, na. Das wird es natürlich dann schon erklären. Ah ja, okay, hat wie auch immer hingelegt. Okay. Fertig, fertig. Willst du dich nicht setzen, oder was ist dein Problem? Okay, wie lange geht das? 44 Minuten. Das heißt, können wir noch einen Liter machen. Da reicht das Feuer aber nicht. Jetzt schon. Fertig, fertig, sehr schön. Ja, machst du das noch fertig? Und das noch fertig. Wir werden hier noch zwei Fackeln raustun. Okay, komm, aus damit. So, was sagt denn der Tag? Mittag, okay. Es ist erst. Nein, du brauchst nicht noch ein Feuer. Es reicht. Wir haben genug Wasser, wir haben genug zu trinken. Achso, ja, genau. Raus damit und dann bitte lern das Buch noch fertig. Nein, fertig lernen, habe ich gesagt, Junge, nicht ablegen. Jetzt einfach mal hier Dinge nützlich machen. 2,41 Stunden. So. I could eat a horse. Ja, hier gibt es aber keine Pferde. Okay. Ja. So, das Zeug muss leider alles mit. So, dafür bleibt vielleicht bis auf die Kohlen und die Tanten. Ja, die Stöcke liegen auf jeden Fall drüber, das sieht man deutlich. Ja, Junge. Okay, 22 Stöcke wieder raus, die Zeder auch dazu, das Buch kannst du auch da lassen, 52 Kilo. Sollen wir da wirklich, wahrscheinlich wäre es sinnvoll, wenn man da noch ein bisschen was tut vorher, okay. Dann zerleg die Fackel noch. Ich meine, wir werden irgendwann nochmal hierher kommen. Weil wir werden noch kartieren. Also wir kommen definitiv nochmal vorbei. Wenn ich nicht uns noch mehr Erfrierung einbrocke, natürlich. Das ist richtig. Okay, dann kannst du immer schon mal ein halbes Kilo rausschmeißen. Dann haben wir das Ding. Das ziehen wir sowieso nicht an. 20 Minuten, die investieren wir auch noch. Okay, haben wir sonst noch was, was wir loswerden könnten? Die anderen Sachen sind eigentlich zu schade, um ehrlich zu sein. Okay, aber 49 Kilo, das ist schon mal besser. Dann trinkst du doch mal. Und dann lassen wir 2 Liter Grad hier. Da freuen wir uns, wenn wir wiederkommen. 47 Kilo. Ja, mal zumindest mal 5 Kilo reduziert. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So, kommst du mit? Gut, alles klar. Ja, dann heißt es jetzt erstmal zum Ausgang schnaufen. Und richtig fett ablegen. Ja, die zweite Höhle machen wir wahrscheinlich mit Magnesiumfackeln oder mit normalen Fackeln. Müssen wir mal gucken. Ich meine, das Problem ist halt, die Magnesiumfackeln wiegen halt auch ein Viertelkilo. Ich glaube. Und sie zischeln sehr laut. So, kann ja eigentlich noch ein Wolf sein? Ich glaube eventuell, möglicherweise ja. Ja, es ist ganz schön viel zu schleppen. Und das ist wirklich... Na ja gut, nur, also übertrieben gesagt, aber es war jetzt keine so große Ecke. Natürlich hat immer der Punkt, wo halt das Signalfeuer ist, der hat schon relativ viel Lot. Das muss man wirklich sagen. Und dann sind wir durch eine Eishöhle geschlappt, haben auch ein bisschen was gefunden.
immerhin. Aber das, das wird noch sehr, sehr lustig. Weil ich werde in dem Tal natürlich keine Inventur machen. Wo auch? Ich wüsste nicht mal wo. So, was stehen wir denn eigentlich skilltechnisch kochen? Na, dauert noch. Aber wir kommen langsam näher. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, heute ist ja für alle Norweger unter euch. Die haben ja einen Nationalfeiertag heute. Aber den werden sie wahrscheinlich wie letztes Jahr nicht sehr wie üblich halt feiern, nehme ich mal stark an. Wobei, die haben in Norwegen gerade schon begonnen, zumindest für Norweger Ausgangsbeschränkungen und so weiter zurückzunehmen. In einigen Regionen. Die hatten auch sehr restriktive Beschränkungen. Und die kommen mit dem Impfen ungefähr auf demselben Niveau wie voran wie in Deutschland. Also nicht wirklich stark. Aber okay. In Deutschland nimmt es ja so langsam Fahrt auf. Das ist ja schon mal ganz gut. Je schneller die Leute durchgeimpft sind, umso besser. Oder wie hat der Postillon geschrieben, nachdem sich ja Bill Gates und seine, ich weiß gar nicht, wie seine Frau heißt, um ehrlich zu sein, getrennt haben, dass sie sich halt das Sorgerecht um die Geimpften halt auch teilen. Ja, weil es ja unter diesen ganzen Vollspinnern ja die Verschwörungstheorie gibt. Ach so, jetzt habe ich die ganze Sache noch in der Höhle. Ja, habe ich tatsächlich. Aber gut, die sind eh zu schwer, aber ich muss es einschreiben. Das ist Stumpflusstal, nenne ich es mal, ST. So. Ich habe es jetzt einfach so geschrieben, weil ich gar nicht mehr weiß, was es ist. Und glaube ich, Schösslinge und Wolf und Hirsch oder sowas, auch völlig egal. Wir werden das mitnehmen, wenn wir dann halt die Kartierung machen. Dann kommt das Zeug halt mit. Aber ihr seht ja, wir sind ja eh schon überladen, das muss nicht sein. Und mit dem Wind sehen wir die ganze Brut vor dir. Ja, mal gucken, wann wir Bogenskill technisch mal vorankommen. Ist ja noch nicht so wirklich weit. Wenn ich mich richtig erinnere, ich wäre es mal über das... Der Fuchs sitzt wieder echt. Aber ich habe ihn doch wieder enabled. Nö, anscheinend nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob er jetzt drüber kommt. Nö. Todesmutig stürzt er sich nach unten. Sie sich nach unten. Ja, aber dann kann sich die Welt mal so langsam wieder etwas normalisieren, wenn die Leute geimpft werden. Ich hoffe dann auch, dass Deutschland dann irgendwann mal wieder die Raison findet, also die Regierung vor allem, vielleicht doch irgendwas mit den Patenten zu machen, weil du kannst nicht einfach so tun, als könnte sich alle Welt die Impfstoffe leisten. Ich glaube, 80 Euro kostet die Impfung. Wenn ich das richtig gelesen habe. Oder war das nur eine der zwei Impfungen? Also es ist... Ach du Scheibe. Dying from starvation. Üppig. Ein Bogenschießbuch. Super. Wollte ja eh gucken, wo wir da stehen. Drei. Level 3. Und wenn man da halt an deutlich ärmere Länder denkt, so in Afrika und so, für die ist es ein Kraftakt. Da 160 oder 80 Euro pro Person auszugeben. Oh ja, uff. Oh, uff. Du kannst ja nicht mehr rennen. Ja, genau. Weil du dich nicht beschwerst. Das wundert mich halt nur. Die Sonne hat auch so ein... Also es ist ja kein präziser Stern sozusagen, sondern es ist ja irgendwie nur so ein Schemen. Das muss ja auch irgendwas bedeuten. Wettertechnisch. Glaube ich zumindest. Ja, wie kommen wir hier runter? Ich glaube hier vorne ja gar nicht.
Naja, bis wir zurück sind, ist die Sonne wahrscheinlich untergegangen, solange wie der Junge da braucht, da voranzukommen. Halt, stehen bleiben, Junge. Ein Hirsch. Ja, wir sollten vielleicht noch ein Stückchen vorgehen. Ist das hier besser? Ja, ich glaube schon. Müssen nur hier herunterkommen? Genau. Ja, das müsste aber gehen. Meiner Meinung nach schon. Ja. Gut, alles klar. Kannst übrigens nachladen. Okay, jetzt schnaufen wir erstmal zum Ausgang. Ich habe zwar überlegt, durchzugehen, aber wir haben nicht so viel Öl. Dann müssen wir es halt wahrscheinlich wirklich erstmal vor der Höhle ablegen, auch wenn es dann halt schwer wird. Ich kann's, Sache ist halt die, ich kann es auch nicht in die Höhle tun, weil wir müssen es ja dann irgendwo auch sehen. Der Junge ist ja da nicht unbedingt. So gut. Unterwegs. Wenn man Aurora hatte, könnte man immerhin die Hertha verwenden als Lampe. Das hatte ich ja in der, ich glaube, das war in der letzten Interlauber-Folge, haben wir die erste Aurora gehabt. Zumindest aus meiner Sicht. Und da haben wir ja den Fuchs dann mal konfiguriert. Ja, die Konfiguration von dem Fuchs wird global gespeichert. Und das findet nicht im Spielstand statt. Da gibt es halt spezielle Konfigurationsdatei. Junge. Okay, das gibt gebrochene Haxen. Hi. Da hat es dann doch geschafft. Das ist ja nicht schlecht. Ah, da vorne wackeln die Äste immer noch getrennt von dem Baum. Okay. Also ist das im Spiel so drin, okay? Ich finde das lustig, weil ich dachte eigentlich, das wäre dann normalerweise, ich weiß nicht, wie das ist, aber ich hätte eigentlich gedacht, dass man die Äste und die Bäume halt gruppiert, als Gruppe macht. Ein Baum ist dann sowieso eine Gruppe und diese Gruppe richtet sich nach dem Wind. Nicht, dass du dann halt so ein Segment hast, was Äste ist und was dann der Baum nochmal separat. Das ist hier dieses gesamte Segment. Jetzt auch die hinteren. Die Bäume, die wackeln auch nicht hundertprozentig synchron. Lustig. Tja, Junge. Die schönen Stöcke, die wir hier liegen lassen müssen. Das ist schon nicht so schön. Wir haben immerhin die Stöcke von der Hecke mit, die wir zerkloppt haben. Und was sagt die Sonne? Oh, du schaffst es sogar noch. Fast so aus. Ja. Tja, vielleicht schaffst du es doch nicht. Wer weiß es schon. Na komm. Oh, der Junge. Ja gut, aber hat es auch wirklich schwer, das muss man wirklich sagen. Er hat zwar, ich meine, er hat den Elchhautbeutel, aber das hat nicht wirklich einen Unterschied gemacht. Ja, man kloppt ihn halt doch einfach wieder mit Dingen voll. Bald geschafft. Uff. Das ist echt eine üble Schnauferei.
direkt da vorne Wasser, sieht fast so aus. Ach ja, der Revolver, stimmt. Wir haben ja noch mal 10 gefunden. Okay, wir machen das jetzt so. Wir nehmen erstmal alles auf. Freut sich der Junge besonders drüber. Und dann fliegt erstmal alles, was Brennmaterial ist, hier raus. Ja, dann haben wir schon einen großen Schwung tatsächlich weg. Ich würde eigentlich lieber... Ja, komm, wir lassen das Päckchen da, damit wir auch von denen ein paar dabei haben. Die Hupe bleibt auch da. Okay, das ist alles, was Brennmaterial ist. Der Rest kommt erstmal hier hin. Ja, also häufig braucht man die eigentlich nicht. Der Rest bleibt so. Klamotte. Klamotte. Wie ist denn das Reparatur? Wir können die reparieren. Ah, super. Dann fliegt die mal weg, weil dann haben wir 2 Schneehosen. Das bringt halt... Warte mal. Ich nehme die nochmal auf. Weil die kommt auf 2,5 Grad und die kommt halt auf 2,5. Das heißt, deswegen haben wir die ja schon unten, weil die ja schon einen höheren Temperaturbonus hat, aber die hat auch einen besseren Winddichtebonus. Und der Schutz ist halt 2% geringer, aber hat einen deutlich höheren Wasserschutz. Verhindert halt leider Sprinten. Ja. Das erkauft man sich halt damit, aber das ist okay. Futter, das kommt separat. Ja, Brecheisen haben wir gesagt, nehmen wir hier nicht mit. Ja, und ich lasse jetzt auch die Hülsen da, das wird schon, ich sag mal, funktionieren. Okay, wir bleiben mal bei einer Magnesiumfackel und bei einem Schlafsack. Ach, ich habe die Stöcke, die Steine noch dabei. Gut, dann fliegen die schon mal raus. Sind zwar immer noch zu schwer, aber es geht so langsam. Ja, ich fürchte, das ist der Bestand. Okay, Leder weg. Dann lass uns mal die Hose reparieren. Haben wir angefangen? Das haben wir. Ach Gott. Solange es halt noch hell ist. Wunderschön. Achso, ja. 27 und 11 Grad. Das kommt schon in eine richtig gute Richtung. Okay, wir nehmen aber nur 8 Stoff mit. Also bleiben 5 hier. Das war auf 44 Kilo runter. Und das mit so relativ viel Essen. Die MAI bleibt hier. Das Hundefutter bleibt auch hier. Die müssen wir noch kochen. Der Rest kommt mal mit. Wenn wir auf Level... Beziehungsweise die bleiben da. Das ist mir zu schwer fürs Gewicht und ist mir zu hart an der Grenze. Es dauert halt noch. Es dauert halt noch. Ja, gute Nacht da unten. Tja, Junge, so wird das leider nichts. Wir werden jetzt einfach mal 4 Stunden warten. Ja, das ist okay. Kein gutes Wetter. Aber nachts ist mir das relativ egal. Okay, 9 Stunden Nacht, das reicht leider noch nicht. 8 Stunden Nacht, das reicht. Ja, okay. 7 Stunden Nacht. Hertha, wir gehen mal rein zum Schlaf. Komm. Ja, hier drin ist es dann doch wärmer. Und sicherer vor allem. Ja, das ist ja noch das Wichtigere. Okay, 8 Stunden sind 500 Kalorien. Achso, ja. Erst Escape, dann. Das sind 600, das sind 600. Ja, dann nimm erst die Dose. Dann lassen wir die Dose auch noch da. Dann kommen wir doch so ganz okay rum. Da haben wir auch noch genügend Reserve für ein paar Stöcke. Wir sollten das noch irgendwo fertig lernen. Keine Ahnung, ob wir das am nächsten Tag schaffen. Ja, damit auch in der nächsten Folge. Ja, ich würde gern das Buch lernen. Wir haben aber kein nicht so viel zu essen hier. Ich möchte eigentlich jetzt auch... Naja, komm. Okay, was... Ja, genau. Was wir machen könnten.
Wir haben ja den Hirsch gefunden. Noch entdeckt. Als wir am letzten Tag hier raufgeschabenzelt sind. Ist übrigens noch finster. Ja, wieder eine halbe Punktlandung. Dann lass uns den Hirsch auseinandernehmen. Der hat wahrscheinlich auch wieder einiges an Fleisch. Das werden wir noch kochen. Und dann werden wir das Bogenschießbuch lernen. Dann ist es auch abgehakt. Wahrscheinlich kommen wir so bis hierhin, schätze ich mal. Das sind ja nur ein paar Stunden. 5 Stück dürften das sein. Ja, genau, das ist nicht so viel. Also, ja, so bis hierhin etwa kommen wir wahrscheinlich. Und dann stürzen wir uns ins Abenteuer. Ins Stumpflusstal. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen guten Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Thank you.